Servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading on Air an diesem Donnerstagmorgen. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Wir schauen uns heute wieder Bitcoin und Ethereum an und ihr könnt schon im Hintergrund sehen, es scheint, als würde der Kryptomarkt aktuell kein Ende mehr kennen. Nochmal gestern allein bei Bitcoin nochmal 2,5% gepumpt. Aktuell traden wir bei 20.750 US-Dollar. Außerdem, was auch kein Ende kennt, sind unsere Abonnentenzahlen. Und zwar haben wir die 700 Abonnenten auf YouTube geknackt. Tatsächlich stehen wir jetzt schon bei 705. Danke an jeden Einzelnen, der uns an der Stelle auf jeden Fall supportet. Deshalb hatten wir uns auch entschieden, eben nochmal in unsere kostenlose Telegram-Gruppe hier so eine Umfrage reinzumachen, welchen Altcoin ihr jetzt eben nochmal als Einzelupdate analysiert haben wollt. Habt ihr euch für Cardano entschieden, wird ebenfalls jetzt am Vormittag direkt kommen. Sprich, falls das Video, wenn ihr das Video seht, wenn es online ist, ist wahrscheinlich auch Cardano schon entweder in Bearbeitung oder bereits online. Ja, ich würde eigentlich sagen, wir gehen nochmal ganz kurz rüber. Starten direkt rein. Was hat sich getan? Beziehungsweise eins noch vorweg. Ihr könnt dem Video natürlich gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht sowieso schon getan habt. Und auch gerne die Glocke aktivieren. Außerdem gerne, wie immer, einen Altcoin in die Kommentare schreiben, den ihr analysiert haben wollt. Eben zum Wochenende hin. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Kryptomarktkapitalisierung hat wieder die 1 Billion US-Dollar-Marke geknackt und ist damit 2,5% gegenüber der letzten 24 Stunden im Plus. Bitcoin, wie gesagt, bei 20.750 US-Dollar, Ethereum über den 1.500 mit weiteren 4,5% im Plus. Sonst können wir schon sehen, der Kryptomarkt ist sehr grün. Wir schauen direkt nochmal auf die Ausreißer. Haben wir einmal nach oben raus Clayton 19%, Dogecoin 16%, Mina fast 10%. Ethereum Poe mit 8,6%, Toncoin mit 7,7%, also einiges nach oben. Nach unten raus haben wir aber ebenso ein bisschen was. Einmal hier Chain mit 7,3%, Hobi Token mit 4,4% und Casper mit ca. 3% im Minus. Ich würde sagen, wir gehen auf den Bitcoin-Chart, auf den Daily Timeframe, machen uns die Zeichnungen aus und gucken erstmal, wie unsere gestrige Daily Candle geschlossen hat. Ja, wir hatten es, unserem gestrigen Update hatten wir die Daily Candle erstmal begutachtet und hatten gesehen, gut, wir haben jetzt hier die Liquidität noch nicht darüber geholt. Diese haben wir jetzt auf jeden Fall geholt und nicht nur das, sondern wir haben jetzt auch darüber geschlossen. Unser Close war circa bei den 20.779 US-Dollar. Und ja, sprich, wir haben über unseren Highs geschlossen. Leider nicht über diesen wichtigen, markanten Lows hier in dem Bereich. Hätten wir darüber geschlossen, wäre die nächste Haltestelle nämlich aus Daily-Sicht erstmal hier im Bereich der 21.500 US-Dollar. Ich würde sagen, wir gehen auf einen kleineren Timeframe runter. Erstmal hier den 4-Stunden-Timeframe und erklären grundsätzlich, in was für einer Bewegung wir uns jetzt hier erstmal runter bewegen, für die, die neu auf unserem Kanal sind. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir von den 25.000 US-Dollar uns erstmal hier in einer Welle Z runter bewegen, in Richtung Low unter die 17.500 US-Dollar auf jeden Fall und gehen dann eben demnach nochmal davon aus, dass sich diese Z in ein WXY unterteilt und dieses Y haben wir jetzt eben nochmal in ein AB unterteilt. Die B kann drin sein, kommen wir gleich nochmal drauf. Wir gehen aber mit erhöhter Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sie noch nicht drin ist, denn wir haben hier einfach extrem schöne Überschneidungsbereiche, gerade in der Region von 22 bis 22,5, dass wir sagen, unserer Meinung nach werden wir jetzt hier nochmal weiter pumpen und diese Ineffizienz beispielsweise hier füllen und dann nochmal in Richtung Lower Low gehen. Diese B unterteilen wir hier nochmal in ein WXY, hier in gelb gekennzeichnet, auch der Optimalbereich hier in gelb gekennzeichnet. Und die Y unterteilen wir dann nochmal in ein erstes blaues ABC-Setup. Könnt ihr hier auch ebenso sehen, Optimalbereich in blau gekennzeichnet und sind aktuell eben noch in unserer C, beziehungsweise diese könnte auch schon gefinished sein. Da kommen wir nämlich jetzt darauf. Grundsätzlich unser aktueller Account sagt, die B ist noch nicht gefinished, mit was wir auch von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit erstmal ausgehen. Grundsätzlich sagen wir hier, die C ist ja letztendlich ein Fünfteiler, könnt ihr auch hier sehen, in weiß gekennzeichnet, einmal in der 1 hoch, in der 2 rüber, dann eben in einer 3 jetzt hoch und wir gehen aktuell davon aus, dass diese noch nicht gefinished ist, kommen wir gleich zu, dann in einer 4 retracen und dann hier nochmal unsere 5 eben im Bereich des blauen Optimalbereichs erstmal abschließen. Wir können nämlich hier die 3 jetzt erstmal auch fünfteilig zählen, beziehungsweise jetzt stand jetzt noch dreiteilig. Wenn hier eine 1 hochgekommen, in der 2 runter auf die 19, 2, dann hoch in der 3, würden wir jetzt retracen auf eine 4 und dann nochmal eben in Richtung Higher High gehen. Sprich, das würde grundsätzlich passen, dann würden wir hier oben bei den 21,5 circa unsere blaue 5 eben abschließen. Demnach hätten wir hier unsere weiße 3 abgeschlossen, wären dann nochmal hier in der weißen 4 runter und dann in der weißen 5 hoch. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu umständlich erklärt, aber grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir jetzt eigentlich nochmal in Richtung Higher High gehen. Da wir jetzt eben hier unser Optimalbereich haben, plus eben unserer Meinung nach die weiße 3 auch noch nicht gefinished ist. Wir können das Ganze aber auch anders zählen. Und zwar können wir auch sagen, gut, wir gehen jetzt hier hoch in der 1, 2, hätten jetzt hier unsere 3 gefinished, wären dann in einer extrem starken 4 retraced und würden dann eine gedehnte 5 sehen, sprich, das könnte aber jeden Moment zu Ende sein. Gefällt uns aber aktuell eben nicht so gut, da die 4 extrem stark retraced ist, die 3 relativ schwach ist.
Aber das auf jeden Fall auch mal auf dem Schirm behalten. Sprich, es kann theoretisch auch jetzt hier schon weiter runtergehen, denn dann könnte es sogar sein, dass hier die 5 jetzt beispielsweise mit einem minimalen High einfach die B schon markiert und wir jetzt dann schon umdrehen. Aktuell, wie gesagt, aber nicht unser Primärszenario. Unser Primärszenario, dass wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal in die 22.000 US-Dollar-Region bewegen. Ja, was sind nach unten heraus demnach die wichtigsten Levels? Wir gehen ja davon aus, dass wir uns aktuell in der blauen 4 befinden. Sprich, da legen wir einmal unser reguläres 500-Retracement an und der Optimalbereich für die blaue 4 ist das 0,236er bis 0,5er, sprich 20.600 US-Dollar, 20.326 oder die 20.100 US-Dollar jetzt als wichtige Marken erstmal im Kopf behalten nach unten raus. Sollten diese Levels nicht halten, dann könnten wir eben davon ausgehen, dass das Top bereits drin ist, dann würde das Gesamtkorrekturlevel erstmal interessant werden. Und zwar hier der Bereich unseres Golden Pockets jetzt endlich bei unserer Ineffizienz und unsere Highs hier in der Region von den 19.700 US-Dollar. Grundsätzlich, ihr könnt auch schon sehen, kriegen wir hier aktuell einen Pump rein, denn wir sind hier genau 0,236er aktuell. Sollten wir jetzt Richtung Higher High gehen, sind wir aktuell definitiv auf der Suche nach unserer blauen 5, dann läuft alles nach Plan. Und sonst nach unten raus, wie gesagt, die 20,3 und 20.100 US-Dollar definitiv im Blick behalten. Sollten diese brechen, wie gesagt, hier Golden Pocket bei den 19,55 definitiv im Blick behalten. Genau, ich würde sagen, wir gehen eigentlich auch direkt rüber zu Ethereum, hier erstmal auf dem 4-Stunden-Timeframe. Und gucken uns erstmal grundsätzlich nochmal ganz kurz an, in was für einer Bewegung wir uns aktuell unserer Meinung nach befinden. Wir gehen Stand jetzt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit nämlich davon aus, dass bei Ethereum bereits der Boden gefunden wurde. Könnt ihr daran erkennen, wir haben ja uns unserer Meinung nach eben in einem Fünfteiler hoch bewegt bis zu den 2023 US-Dollar. Wären dann eben hier demnach in eine A, B, C-Bewegung runtergekommen, würden uns hier eben unsere, hätten hier unsere 2 ausgebildet bei den 1170 US-Dollar und würden uns demnach jetzt in einer 3 in Richtung High jetzt erstmal bewegen. Grundsätzlich, warum wir davon ausgehen, dass bei Ethereum der Boden drin ist, wurde im gestrigen Video schon erklärt. Sprich, falls euch das genauer interessiert, könnt ihr da gerne mal das gestrige Video abchecken. Sekundäres Szenario, falls wir da auch nochmal Richtung Lower Low gehen, ist hier unser grüner Account. Und zwar, dass wir uns seit dem High hier in einer WXYXZ-Bewegung runterbewegen. Dann hätten wir nämlich Price Targets hier unten auf jeden Fall unter unserem Low. Ja, wir gehen erstmal auf den 1-Stunden-Timeframe. Und gehen hier nämlich auf unsere genauere Analyse erstmal drauf ein. Und zwar demnach, seitdem wir unsere 2 gebildet haben, hatten wir jetzt hier bereits, ähnlich wie bei Bitcoin, sind wir aktuell noch in unserer weißen 3. Wir hatten jetzt hier ein 1-2-Setup ausgebildet und bewegen uns demnach auch hier noch in einer weißen 3 und suchen diese aktuell. Demnach hätten wir diese 3 hier nochmal in 5 Teile untergliedert. Einmal hier 1-2-Setup, sehr starke 3, leichten Fury Retrace und würden jetzt aktuell eben die blaue 5 suchen. Die kann natürlich wie immer schon drin sein, muss aber nicht. Denn wenn die blaue 5 drin ist, ist letztendlich auch die weiße 3 drin. Dann würden wir auf ein kleines Retrace nochmal gehen und dann Richtung High. Da könnt ihr nämlich auch nochmal unseren Short Trade sehen. Denn wenn ich mal gerade unser trendbasiertes Retracement nochmal anlege, von unserem 1-2-Setup, sind wir aktuell genau im Optimalbereich und der Short Trade wäre eben im Überextension-Bereich. Sprich, es kann nämlich sein, dass wir jetzt sagen: Gut, wir haben hier den 1-2-Setup gebildet. Hätten wir jetzt hier in einem Fünfteiler hochgekommen, würden wir jetzt hier die 3 finishen, beispielsweise leicht in der 4 retracen. Und dann nochmal in der 5 eben Richtung Higher High gehen und demnach auch hier in unsere Richtung unseres Optimalbereichs gehen, wo dann auch letztendlich unser aktueller Short Trade wartet. Falls ihr solche Signale nicht verpassen wollt, könnt ihr auf jeden Fall gerne mal in unsere kostenlose Telegram-Signalgruppe kommen. Die ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie unsere Trade-on-Air Talking News-Gruppe. Da kommen dann eben oft die Trade-Erklärungen rein. Sprich, wenn ihr da die genauere Erklärung haben wollt, könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Plus hatten wir jetzt hier eben noch, das zeige ich nochmal ganz kurz, unser Gesamtkorrekturlevel. Und zwar von hier oben gezogen mit dem regulären Fibonacci-Retracement zu unserem aktuellen Low. Eben sind wir genau mit unserem Trade im Golden Pocket. Plus wir haben eine Ineffizienz, was uns jetzt einfach eben dafür stimmt, dass das High bis jetzt erstmal noch nicht drin ist. Ja, die wichtigsten Levels nach unten raus, dafür legen wir uns mal gerade unser reguläres Fibonacci-Retracement einfach bis zu unserem High an. Ich sage jetzt hier bewusst nicht bis zu unserer weißen 3, denn diese kann sich, wie gesagt, auch noch überextendieren bis in den Bereich unseres Entries. Trotzdem nach unten raus wären eben das 0,236er bei 1515 interessant, das 0,32er bei den 1465 und falls die 1430 US-Dollar brechen, können wir davon ausgehen, dass wir definitiv nochmal ins Golden Pocket hier runter brechen auf die 1372 US-Dollar. Wir gehen aber Stand jetzt eben davon aus, dass das High hier ebenso wie bei Bitcoin noch nicht drin ist, noch nicht gefunden ist und wir uns erstmal hier in die Region von 1690 US-Dollar bewegen könnten. Denn wir hatten jetzt, wie gesagt, oder beziehungsweise vorhin schon mal reingeladen, hier unser 1-2-Setup, genau den Überextension-Bereich, eben in dem Bereich unseres Entries. Das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen zur technischen Analyse oder zu unserem aktuellen Count habt, könnt ihr die gerne mal in den Kommentaren dalassen.
Oder natürlich in der Talk News Gruppe, da geht es meistens ein bisschen schneller mit den Antworten. Ja, und sonst würde ich sagen, Trading und er ist raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag, wir sehen uns morgen am Freitag oder beziehungsweise gleich im Cardano-Update wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.